Oh, ich dachte, die Tage enden nie. So. Hat es geklingelt? Ja. LOL, Subs kaputt. Warum bin ich von 51 auf den 68. Monat? Ja. Wo müssen die denn hin? Ich habe noch nie einen mitgeschleppt. Aber wieso macht das immer jemand anderes? Ja, heute lief irgendwie alles anders als sonst. Hm? Darf ich also, vor hier ist dich? Drin. Hast du auch eine Lehre genommen? Der wird sich wundern. So. Chef, hier, nimm die Tasche. Ja, stell sie in den Tresorraum. Also die Nummer für den Tresor? Yeah. Nein. So. Gut. Würden Sie sagen, dass das ein normaler Tagesablauf war, ja? Ja, es gab ein paar Zwistenfälle und ich habe gerade so ein bisschen gemerkt, meine Mitarbeiter sind sehr nervös, dadurch, dass sie natürlich jetzt dabei sind und die wollen natürlich die wollen glänzen mit sehr hoher Professionalität, ne? Aber ansonsten lief das sehr gut heute, ja. Ja. Haben Sie nicht den Eindruck, dass Sie glänzen wollen hier? Das was? Dass Sie glänzen wollen hier. Ich? Nein, 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 nein. Also ja. Ich habe mich doch ganz normal verhalten, oder nicht? Ja, abgesehen von der ständigen Bemerkung eines Ihrer Mitarbeiter, dass heute alles nicht normal läuft hier. Ich glaube, da haben Sie was falsch verstanden. Ist es euch? Ja, also. Okay, verstehe. Gut. 7679. Ja, genau. Ja. Ja, hat sie denn Spaß gemacht? War es denn alles zu ihrer Zufriedenheit? Wollen Sie noch einen Kaffee oder so? Wir können auch Champagner besorgen oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, nein, kein Problem, ja. Für mich ist nur wichtig, dass ich ein authentisches Bild davon bekomme, wie sie mehr oder weniger arbeiten, ja. Und wichtig ist auch, dass Sie sich nicht verstellen oder irgendwie. Nein, versuchen. Nein, das wird hier keiner tun. Also, ja. Wir sind professionell, verstehen Sie? Wir lassen uns doch schon nichts aus der Ruhe bringen. Also, wir sind immer voll bei der Sache. Ja, gut. Gut, dann würde ich gerne noch vielleicht ein kurzes Einzelgespräch führen. Auf jeden Fall mit Oma. Nein, Leute, und, das ist mit meins. Der jungen Dame und mit Ihnen dann im Anschluss, ja? Da kann ich vorher nochmal mit meinen Mitarbeitern ein kurzes Abschlussgespräch führen. Natürlich, also ich will ja, können jetzt nicht Sie beeinflussen natürlich. Oder so. Es geht einfach nur um ein Abschlussgespräch, verstehen Sie? Das machen wir, da kann ich Sie leider jetzt erstmal nicht dabei, da werden wir ja interner getroppt, ne? Aber ja, deswegen. Hallo? So, dann warten Sie gerade hier, Pinsel. Ich warne da drüben, ja. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Was ist los? So, bitte alle antreten, hier zusammenkommen, hier zusammenkommen. Chef, wir kriegen gerade einen Anruf von Reynes. Er hat gesagt, vor 2 Tagen haben wir Geld von ihm abgenommen, aber wir haben es noch nicht überzahlt. Ich kümmere mich drum, das ist anscheinend irgendwas mit der Buchhaltung, ist da ein bisschen schief gelaufen. Ja. Ich überprüfe das gleich. Das ist das Geld, was geklaut wurde. Verdammt, das heißt, könnt ihr mal die Klappe halten jetzt? Reynes, vielleicht ist es das Geld, was uns entwendet wurde. Um wie viel Geld geht's denn? Wie hoch ist die Summe? Wie viel? Ja. Am besten rufst du bei der Leitstelle an, die Zahl kann ich mir nicht merken. Ja. Ja, super, super Einsatzpinsel. Gut, dass du dich ja drum gekümmert hast. Du musst auflegen, mein Akku ist leer. Ruf an die Leitstelle. Dass du bei den Kunden angerufen hast und nochmal gefragt hast, ob alles in Ordnung ist. Oh, laber mich nicht zu, mein Akku. So, ich lege jetzt auf. So, Kinder, alle zusammenkommen. Wir müssen eine kurze Besprechung führen. So, in einer Reihe aufstellen. Entschuldigen Sie, urinieren Sie dahin? Der ist auf Toilette. Das kommt jetzt echt blöd gerade ein bisschen, ne? So, in einer Reihe aufstellen, bitte. So, Kinder. Sehr gute Arbeit heute.
Also der... Nee. Nicht beeinflussen oder so, ne? Ja, die kommst du nicht auch nochmal dazu? Dann bist du, Bobby, du hast ja Hausverbot. Raus! Raus mit dir! Raus! Sofort! Sofort raus! Sofort raus! Verdammte Scheiße! Ja, ich verstehe. So, packt mal mit. Packt mal mit an. Packt mit an, raus mit ihm. So. Interessant, ja. Hier ist ein Bier. Mr. Brink. Oh nein, der nächste Schrecken. Oh. Bitte. Aua. Ja. Ja. Bitte. Oh. Haben Sie Schmerzen, Mr. Brink? Ja, ich hatte einen Unfall. Ich wollte mein Motorrad abholen. Und was macht mein Chef? Ja. Mich kaputt schlagen. Wieder. Mr. Brinks. Ja. Haben Sie seitdem mal wieder jemandem wehgetan, Mr. Brinks? Seit unserem... Gespräch? Ich und jemand wehgetan? Nein, ich würde das niemals machen. Also, ich... Mr. Brinks. Ja, bitte? Das sollte auch so bleiben. Ja, wie, was soll so bleiben? Hä? Dass Sie niemanden wehtun, Mr. Brinks? Mir wird doch immer wehgetan, innerlich und überall, äußerlich, innerlich. Ich würde das niemals tun. Ich bin Bobby und Mama meinte immer, ich soll ganz lieb sein. Ja, verstehe. Klar. Ich gut, verstehe sie, ja. Gut. Ja, toll. Leute, haltet euch fern von dem. Okay, dann würde ich gerne mit Omar zuerst sprechen. Kommen Sie. Dann mit der jungen Dame und dann einfach nochmal mit dem Geschäft. Ich glaube, Sie waren leer. Ja? Sie brauchen mich und der Herr, Sir, wie war Ihr Name hier? Klaus, Sie haben auch gute Arbeit gemacht, ja. Vielen Dank auf jeden Fall für Ihren wichtigen Job, ja. Wirklich, Sie hören das hier viel zu wenig. Sie leisten Unermessliches für die Stadt. Sie sammeln das wichtige Geld an und ich denke, Ihr Geschäftsführer sollte Ihnen das mehr zeigen mit einer Gehaltserhöhung von mindestens $1,000. Deswegen, und das gilt für jeden von Ihnen, ja. Sie sollten alle 1000. Sie gerade meine Mitarbeiter? Sie sind alle $1,000 mehr wert. Aber Oma, kommen Sie mit, ja. Kommen Sie. Wenn das hier... Leute, $1,000. $1,000, stellt euch das mal vor, Dollar. Was könnte man damit machen? $1,000. Oma, kommen Sie bitte, ja. Ach ja, ich bin ja Oma. Denk an deinen Bonus, Oma. Ja, kommen Sie mal. Hallo. Ja. Wo wollen wir uns denn hinstellen? Ich stelle Sie einfach... zwischen zwei Gegenstände von, ich glaube, dass sie sich intellektuell gut einfügen. Kommen Sie? Hier, ja, zwischen die beiden Automaten einfach. Hier jetzt da vorne? Einfach dazwischen stellen, ja. Sehr gut. Oma, wie geht's Ihnen heute eigentlich? Sie können sich auch umdrehen, ja.
Nein, ich, ach so. Sie müssen sich nicht mehr. Gut. Ein anderes Gewunsch. Ja, wieso werden Sie öfter geschlagen, Oma? Nein. Werden Sie nicht, ja? Hast du es für mir Sie gesagt? Natürlich, ja. Ich sitze Sie, Sie sind eine Person. Ich bin ein Mann mit Pips. Weil du sagst Sie. Du ja. Mir. Er. Ein, ich bin Sie, er. Ja. Okay, ja. Sie verstehen Pronomen nicht, ja? Danke. Ja. Danke. Okay, gut. Wie ist denn Ihr richtiger Name? Oh. Du hast rausgefunden, dass ich gelügt habe? Ja. Yeah. Wie ist denn Ihr richtiger Name? Achso, Ronnie. Ronnie Hobbs. Ronnie. Es tut mir leid, dass ich gelügt habe. Ich habe gedacht, du bist von der Polizei. Ich bin nicht von der Polizei, nein, nein. Du bist nur Arzt, ich weiß. Komm, nun, dann bist du ein bisschen Super Mario. Ja. Gut. Gut. Und, Ronnie, ja. Kann ich dich Ronnie nennen, Ronnie? Ich heiße Ronnie. Ja, okay. Kannst du. Ich heiße oder Pinsel, das darfst du machen. Okay, Ronnie. Ja. Warum hattest du heute das Gefühl, dass das kein normaler Arbeitstag war? Ich musste zur Pause gehen. Kommen Sie mal kurz mit rüber, ja? Aber das ist doch meine Pause, die Socken. Ja. Mario Kart. Ja. Wollen Sie auch Mario Kart spielen hier? Ich liebe Mario Kart. Lieben Sie Mario oder Mario Kart? Ich mag kein Ketchup. Das sind eher so der Senftypier. Ich hasse Senf, aber Mayo ist ja shit. Mayo Kart, ja. Ronnie. Ja, Sir? Haben Sie eine Waffenlizenz? Hast du sie gesagt? Ja. Yeah. Okay, ja. Entschuldigen Sie. Ronnie, hat er eine Waffenlizenz? Wer? Er, Ronnie. Ich? Ja. Yeah. Nein. Also, nein. Gibt es aber denn? Aber ich habe eine Waffe. Genau, zeigen Sie mir die mal. Er kann sie mir mal zeigen, ja. Ich? Ja, Ronny. Ja, Moment, die ist im Spind. Ja. Kein Moment. Ja. Da ist ein Prachtstück. Guck. Sagen Sie mal, ja. Da ist er. Okay. Würden Sie mir einen Gefallen tun und da vorne auf den Fernseher schießen? Welchen? Der da vorne, wo Mario Kart draufläuft. Klar. Warte. Ja. Ein Moment. Leute, geht doch da weg. Ja. Warte. Drei. Was machst du denn da? Hab. Ja, vier Schüsse. Hab ihn. Sehr gut. Hab. Gut. Jetzt schicken Sie mal die Waffe weg. Sagen Sie mal, was ist denn hier los? Ich musste auf dem Fernsehen schießen, Sir. Warum denn das? Du hast den Fernseher kaputt gemacht, Mann. Ich habe niederschwellig... Weil der Doc gesagt hat. Ja, genau. Ich habe ihm gesagt, er soll mir seine Waffe zeigen. Er hat seinen Spind aufgeschlossen. Ich gehe davon aus, aufgebrochen. Und danach habe ich ihm gesagt, ob er damit auf den Fernseher zielen kann und schießen kann. Und das hat er ohne Weiteres getan, ja? Bitte, du schuldest mir einen scheiß neuen Fernseher. Ja, aber das ist noch ein... Nachbesprechungsgespräch. Ich komme dann bald noch auf die restlichen Kandidaten zu, aber das ist jetzt schon eine gute Feststellung. Ich gehe mal auf Toilette. Ich danke, muss kotzen. Danke, Sir. Haben Sie sehr gut gemacht. Ja? Danke, Sir. Ja. Ja. Gut, dann, Ronny. Wie fühlst du dich denn jetzt hier bei der Arbeit? Fühlst du dich gut oder fühlst du dich grundsätzlich schlecht? Ich fühle mich etwas unterbezahlt und zu wenig Pausen. Und wenn wir Pause haben, darf ich sie nicht machen. Ja. Okay, du willst also mehr Geld? Warum? Ja. Meinst du, du bist mehr Geld wert? Was bekommst du denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich habe $14 auf mein Konto. Du weißt nicht dein aktuelles Gehalt, nein? Nein, Sir, aber wenn du willst, kann ich nachgucken. Das ist erstmal nicht so wild. Und du hast gesagt, mehr Pausen, ja? Ja.
Wie viele Pausen machst du denn normalerweise am Tag, ja? 12. 12 Pausen, ja. Und wie viel hast du heute gemacht? Eine halbe, vielleicht eine. Eine halbe, vielleicht eine, ja. Ja, das geht natürlich nicht, ja, das geht nicht. Und was würdest du sagen, ist die beste Eigenschaft von deinem Chef, dem Kev, ja? Er hört mir nie zu, wenn ich meckere und... Die beste Eigenschaft, ja, das ist deine beste? Ja, wir waren vorgestern am Strand rutschen. Ja. Und wir haben Quatsch gemacht und geangelt. Ja. Das war sehr schön und ansonsten mag ich es, dass ich Auto fahren darf, obwohl ich gar keinen Führerschein habe. Ja, kein Führerschein, ja. Gut, und was ist die schlechteste Eigenschaft? Wir waren gestern oder vorgestern am Strand rutschen und ich wollte alleine rutschen. Ja. Und der Chef sagte mal, ich muss fahren, obwohl ich keinen Führerschein habe. Und ich will gar nicht, weil ich bin lieber hinten und mache Pause oder sitze eigentlich immer vorne, weil ich immer vorne sitze. Ja, verstehe, ja. Gut. Also die beste Eigenschaft ist, dass du mit deinem Chef zum Rutschen fährst, aber die schlechteste Eigenschaft ist, dass du dich alleine rutschen lässt, ja? Nein, der drängelt sich vor, wenn ich zweimal rutschen will, dann wieder halt auch. Ja, du willst eigentlich gar kein Auto fahren, du darfst eigentlich auch gar kein Auto fahren, aber du musst trotzdem Auto fahren, ja? Ja, und ich kann's nicht. Gut. Ja, Ronny, dann gebe ich dir jetzt hier etwas, das ich mit meiner Befugnis Freigabe auf jeden Fall geben will. Ich gebe dir hier einen Attest. Hier, schau. Ja. Ja. Das dich vom Autofahren befreit hier. Danke, Sir. Und jedes Mal, wenn dein Chef sagt hier, nein, du musst Auto fahren, dann gehst du zu ihm hin und sagst, nein, Chef, das ist ein Attest von Dr. Kreuzfeld und dann musst du kein Auto fahren, ja? Von wem? Dr. Kreuzfeld, das bin ich, ja. Du kannst mich auch Dr. K nennen. Und was mit Doc? Du kannst auch Doc sagen, ja. Okay. Okay. Und wenn er irgendwas möchte, dass das irgendwie problematisch ist, dann sagst du, dann soll er mich anrufen, ja? Und wenn er dich trotzdem dazu zwingt, dann setz dich einfach auf den Boden und schrei wie ein kleines Baby, ja? Jawohl, Sir. Sehr gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Gut, ja. Was würdest du denn mir gerne sagen? Würdest du mich irgendwas fragen wollen? Liebe Sie. Ja, das war keine Frage, Ronny. Oh, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich ganz cool finde. Und sonst... Ja. Ronny, was machst du eigentlich gerne in deiner Freizeit, Ronny? Fahrradfahren. Aber nicht brandschatzen und morden, ja? Nein, aber der Chef hat gesagt, wenn ich 3 Leute abschieße, dann werde ich befördert. Ja. Es gibt keine unterschwellige Pausen. Stimme von Ihnen, die Ihnen sagt, tief in Ihrem Innern, Ronny, überfall diesen Laden, ja? Niemand sagt das zu Ihnen. Nein. Niemand. Ansonsten, ich mag es, in Kofferräumen zu wühlen, weil ich habe schmierige Finger. Ja. Ja. Ich verstehe. Ja. Ja, gut. Hast du schon mal im fremden Kofferräumen gewühlt, Ronny? Ja, Sir, ich habe einen Verbandkasten rausgeholt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für Geheimnisse und Schätze in allen Kofferräumen dieser Fahrzeuge auf dieser wunderschönen Insel stattfinden könnte, Ronny? In Liberty City? Nein, Sir. Hast du da noch nicht drüber nachgedacht? Nein. Das ist doch eine wundervolle Vorstellung, oder? Was könnte in den Kofferräumen dieser Fahrzeuge da vorne sein? Also... Welchem? Das darf ich im Dienst nicht machen, sonst kriege ich Ärger, Sir. Ja. Aber du darfst das nicht sagen, weil ich würde gerne. Ja. Mag Überraschungen. Überraschungen, ja. Ronny, das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten, möchte ich wissen, welche Überraschungen du so in den anderen Kofferräumen gefunden hast. Kannst du mir das mitteilen, ja? War das schon die Unterhaltung? Also das habe ich gefunden. Ja. Ansonsten habe ich noch irgendwas gefunden, was ich nicht zuhören kann. Das ist irgendwas von einem Computer? Ja, scheint Elektrotechnik zu sein, ja. Mhm.
Und das war's auch schon leider. Ja. Ja, das gibt eine Menge Kofferräume, die du noch durchwühlen kannst. Deswegen, ja, das Gespräch ist vorbei. Vielen Dank auf jeden Fall, Ronny. Du bist wirklich ein sehr netter. Du solltest auf jeden Fall mehr Gehalt verlangen. Und das mit dem Führerschein, vergiss das nicht, ja? Nein, ich habe den vergessen, dass ich den nicht habe. Gut. So, nimm dann meinen Attest einfach. Ja, ich nehme den Zettel mit. Gut, gut. Danke. Dann will ich jetzt mit ihrer, wie heißt ihre Kollegin gleich nochmal? Yeah. Fieber? Fieber wie das, was Fieber? Fieber. Kannst du nicht schreiben. F-I-B-A. Ah, Fieber. Ja, gut. Okay, alles klar, Ronny. Wir sind beste Freunde, sei bitte nett. Ja, ich bin so nett zu ihr, wie ich nett zu dir bin, Ronny. Okay, ich nehme das Attest hier mit dann. Genau, das kannst du gleich deinem Chef zeigen, natürlich. Danke. Ah, das schon. Chef, guck mal. Ja, was denn? Wo ist denn ihre Kollegin jetzt? Ja, hier Kollegin Luna, der Doc will gerne mit dir sprechen. Kommst du rüber? Was willst du denn, Peter? Guck mal, ich habe meinen Test bekommen. Und was steht da drin? Ich krieg mehr Geld von dir. Das ist dein Test, ja. Du kannst ja aussuchen, mehr Geld oder Mittagspausen. Frau Luna, ja? Ja? Kommen Sie bitte hier. Kein Plan, was da steht. Oh ja. Also erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben, ja. Darf ich nochmal fragen, wie Ihr voller ich Name ist? Wahl? Okay. Würden Sie gehen? Luna? Ja? Nox. Luna Nox. Ja. Wenn ich Ihnen die Wahl geben würde, würden Sie jetzt gehen? Ich weiß nicht, können Sie mir bei meinen Problemen helfen? Nein, wahrscheinlich nicht, aber wir können darüber reden, ja? Luna Nox. Okay, also es fing alles an, als meine Eltern sich getrennt haben. Okay. Und dann hatte ich keine Freunde mehr und dann habe ich meine Meerschweinchen immer dabei gehabt. Yeah. Ja. Ja. Yeah. Und was haben Sie mit dem Meerschweinchen gemacht? Naja, die werden ja nicht so alt. Ich habe sie im Haus getauscht und jetzt habe ich immer welche bei mir. Sie haben jetzt in diesem Aber Augenblick Poppy ein Meerschweinchen bei sich? Ja, mehr als eins. Wie viele Meerschweinchen verstecken Sie? Warte kurz, ich muss kurz nachschauen. Mehr okay, wir haben wohl eins verloren, es sind nur noch drei, ja. Ja, gut, drei. Drei Meerschweinchen, völlig normal. Gut. Wirklich? Aber, ja, natürlich. Ich selbst trage gerade vier Marder bei mir. Aber wie stehen Sie zu Sardinen? Sardinen. Ja. Fische. Ja. Ja. Das war's? Ich verwechsel die öfter mit Sardellen. Sardinen und Sardellen, aber nicht mit Sandaletten, ja? Nein. Was ist das? Sandaletten, kennen Sie? Das ist eine europäische Erfindung, ja. Oh, okay, nein, das kenne ich nicht. Gut. Sagen Sie, wie stehen Sie zu Mario Kart? Ja, ich habe gewonnen eben. Ja. Ich bin da richtig gut drin. Ja, verstehe. Und jetzt sagen Sie mir mal bitte. Ja? War das heute ein normaler Arbeitstag? Ja. Yeah. Das. Okay. Das war eine. Das ist ja eine schwierige Frage. Ich muss kurz in mich gehen. Was hat okay, Ihnen denn Ihr. Was hat Ihnen denn Ihr. Der Kev gesagt, dass Sie sagen sollen? Er hat gesagt, wir sollen. Ja. Wir sollen. Alles gut, es bleibt hier vertraulich. Reden. Es bleibt hier absolut vertraulich, Luna. Okay, ja. Ja. Also, wir sollen gut über Gruppe 6 reden, aber ich meine, das fällt einem ja gar nicht so schwer. Ja. Ja. Würden Sie auch woanders arbeiten, wenn ich Ihnen einen Job anbieten würde? Haben wir Pausen? Was ist denn etwas, das man Ihnen bieten müsste für wenn Sie den Job wechseln? Was müsste da passieren? Okay, also ich brauche auf jeden Fall Pausen.
Ja, Pausen. Steht fest. Haben Sie hier keine Pausen, ja? Doch, aber nur, wenn der Chef eine Pause macht. Hm. Dann sind wir unbeobachtet und dann machen wir Pause. Ja. Aber. Ja. Also. Ja. Ich meine, normalerweise Pause wäre gut und wenn ich krankgeschrieben bin, dass ich dann nicht arbeiten muss. Mussten Sie verdammt schon mal arbeiten, weil Sie krankgeschrieben waren, ja? Ja. Ist das Mann, schon? Sie sind echt gut in dem Job. Ich wollte eigentlich lügen. Sie können doch immer noch lügen. Ja, okay. Alles klar. Lügen Sie mich einfach mal an, nur zum Testen. Okay. Wie ist Ihr Name? Buna. Buna. Hox. Ja, eine sehr ausgefallene Lüge. Ich hätte sie nicht durchschauen können. Danke. Wow, ich kann das doch. Ja, wundervoll. Sagen Sie, ist es schon mal vorgekommen, dass Ihr Chef Geld verliert? Also, ich muss kurz drüber nachdenken. Also, er hat bestimmt noch nie mehr als 50.000 verloren, ja. Ja. Ja, verstehe. Was sind Ihre Hobbys? Was machen Sie, wenn Sie nicht hier arbeiten? Ich fütter meine Meerschweinchen und... Füttern Sie sie nicht, wenn Sie hier arbeiten? Sie sind doch bei Ihnen. Nein, weil dann haben Sie keinen Hunger mehr und Sie sollen mich ja beschützen. Vor was denn? Vor den bösen Leuten, die das Geld klauen wollen. Sie haben also keine normalen Meerschweinchen, sondern Kampfmeerschweinchen. Kampfschweinchen. Nein, was sind denn Kampfmeerschweinchen? Die haben Tollwut. Ach, sie sind hochinfektiös, ja. Moment. Ja, doch. Ja. Yeah. Nein, warte kurz. Nein, die sind nicht. Ja. Yeah. Die sind komplett gesund. Die würden niemals jemanden angreifen und erst recht nicht in den Fuß beißen. Ja, also sollte man der Gesundheitsbehörde auf jeden Fall nicht melden, dass sie hochinfektiöse Meerschweinchen bei sich rumtragen, ja. Mhm. Genau. Okay, Sie verstehen mich. Ja, verstehe. Was sind Sie bereit zu tun, damit diese Information dem Gesundheitsamt nicht mitgeteilt wird, ja? Mhm. Also, ich glaube, ich würde bei Mario Kart verlieren. Ja. Yeah. Mit Absicht. Würden Sie mir also auch mal sagen, wie Sie die Position von Bobby Brink sehen und warum er entlassen wurde? Ist das alles irgendwie fair für Sie? Mhm. Nein, auf gar keinen Fall. Bobby ist der Beste. Ich sehe eigentlich eher Bobby als meinen Chef als Bobby Chef. Brink sollte der Chef sein, ja? Ja. Warum? Der hat mich noch nicht geschlagen. Also noch nicht mit Absicht. Okay. Meinen Sie, Bobby Brinks wäre der Aufgabe gewachsen, hier Geschäftsführer oder Chef zu sein, ja? Bobby ist wirklich ein sehr, sehr netter Kollege. Ja. Und er weiß immer ganz genau, was er tut. Ich glaube, Bobby Brinks hat sich vorhin ins Höschen gemacht, ja? Gebrochen. Ja. Ist Ihnen aufgefallen, ja? Echt, ja. Mhm. Ja. Mann, ich hätte ihn besuchen sollen im Krankenhaus. Habe ich ein schlechtes Gewissen. Er war im Krankenhaus, erzählen Sie ihm. Ja, er wurde überfahren von unserem Auto. Hier. Ich hatte leider keine Zeit, mit ihm zu reden, weil ich durfte nicht mit ihm telefonieren während der Arbeit, aber er war ziemlich aufgelöst. Ja, hat er irgendwas erzählt von dem Schneemann? Nein. Ja. Will er mir was erzählen über einen Schneemann? Ja, Schnee im Winter, ja. Mhm. Ich verstehe. Das heißt, wir müssen die Therapie fortsetzen. Verstehe. Gut. Sagen Sie, eine letzte Frage, ja?
eine letzte Frage hier. Glauben Sie, Sie verdienen eine Gehaltserhöhung? Ja. Wie viel soll es denn sein? $1,000. $1,000, ja. Ja. Gut. Und darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Ja, fragen Sie natürlich, ja. Mhm. Okay, was ist Ihre Lieblings-Eiscreme-Sorte? Ich mag kein Eis. Bevor Sie antworten. Ich mag kein Eis. Okay. Das ist traurig. Nee. Verdammt. Aber gekühlte Sardinen. Mm. Okay, jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe Sardineneis. Ja. 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 Und jetzt? Oh, mein Telefon klingelt. Vincent Kreuzfeld im Gespräch. Ja, hallo. Ach so, Sie sind gerade im Gespräch. Nee, ich dachte, Sie wollten nochmal anrufen. Ja, oder ich rufe an. Ich bin gerade noch bei der Therapiestunde. Hm. Herr von Weisenfels, so, nehme ich an, ja. Ja, das ist ja kein Problem. Ja. Finden Sie sich schon mal bei der Klinik ein. Sie waren ja schon mal bei uns zu einem Beratungsgespräch, ja? Mhm. Ich war im Department of Justice. Ah, Sie waren im Department of Justice. Nee, ich würde sagen, finden Sie sich mal bitte beim Krankenhaus ein. Wir werden da ein kurzes Gespräch führen. Da müssen Sie sich beim Department of Justice sein, natürlich, klar. Mhm. Natürlich, dann komme ich zum Krankenhaus. Alles klar, bis gleich, ja, natürlich. Mhm. Gut. So, Frau Knox, Gehaltserhöhung haben wir. Sie wollen Bobby Brinks als Ihren Chef, ja, das qualifiziert Sie auf jeden Fall. Mhm. Wenn wir die Antwort nochmal kurz ändern? Wollen Sie Bobby Brinks doch nicht als Chef? Doch, ich möchte Bobby und Chef als Chef. Verstehe. Ja. Gut. Eine gute Antwort, oder? Absolut unaussagekräftig hier. Ja. Gut. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen, ja. Mhm. Sagen Sie, wenn Sie jetzt in die Zeit zurückreisen würden und das Gespräch vor dem Gespräch hätten abbrechen können, würden Sie es tun? Ja, vermutlich schon. Ja, fantastisch, gute Entscheidung. Okay. Frau Knox, dann danke ich für Ihre Zeit und Habe ich den Test bestanden? Naja, das war ja kein Test. Oh, also habe ich bestanden. Naja, ob Sie bestanden haben, werden Sie im Rahmen der nächsten Woche wahrscheinlich merken, wenn Sie noch einen Job haben. Ja. Gut, alles klar. Aber eine hochqualifizierte Person wie Sie, Sie werden überall einen Job finden. Überall, danke. Wirklich überall. Ja. Also Sie sind wirklich hochgradig talentiert. Ja. Kommen Sie, jetzt muss ich noch mit Ihrem Chef reden. Also Ihrem richtigen Chef.